auf den Steirer Ernst Gödel. Folgt nun die stellvertretende Clubobfrau der Freiheitlichen, Dagmar Belakovic. Sie vertritt den an Corona erkrankten Clubobmann Herbert Kickl. Sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmgeräten, Herr Bundesminister, ja, wir sprechen jetzt über das Budget für den Arbeitsmarkt, für das Thema Arbeit. Etwas, was also wirklich für jeden essentiell ist. Arbeiten ist, wie der Kollege Gödel gesagt hat, sinnstiftend auch. Aber es ist natürlich auch die Existenzgrundlage und insoweit muss es das gemeinsame Ziel sein und das ist eines der ganz wenigen Ziele, da sind sich natürlich alle im Haus einig, die Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten und so viele Personen wie möglich in tatsächlich auch adäquat bezahlte Jobs zu bringen. Und das ist das gemeinsame Ziel. Die Zugänge sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn man sich allerdings dieses Arbeitsmarktbudget anschaut, muss man ehrlicherweise sagen, Herr Bundesminister, es ist so, wie ein normales Budget, es wird wie eine Fortschreibung und es wird nicht darauf Rücksicht genommen, dass es möglicherweise noch einmal zu einem Lockdown kommen kann. Also Sie haben das ja einerseits weggeschoben, auf der anderen Seite haben Sie den Passus drinnen, dass Sie also bei Verordnung das Budget für eventuelle Kurzarbeit erhöhen können. Das wissen wir natürlich, das könnte ein Ententeich sein. Wir werden aber vielleicht schon in wenigen Stunden wissen, was tatsächlich auf die Österreicherinnen und Österreicher zukommt. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig wieder, sollte es zu einem Lockdown kommen, dass die ganz großartig angepriesene Vollbeschäftigung von Ihnen, die also für fast 300.000 Personen in dem Land nicht spürbar ist, wieder ansteigen wird. Dass wir wieder Arbeitslosigkeit haben, die sehr stark ansteigen wird und viele Personen tatsächlich wieder rauswirft aus dem Arbeitsmarkt. Das ist etwas, mit dem wollen wir uns eigentlich nicht, das will natürlich keiner, aber dennoch hat die Regierung ja keine anderen Rezepte in ihrer Corona-Politik außer permanenten Lockdowns. Alles andere schiebt sie ja weg, also das ist offensichtlich der einzige Modus, den sie finden. Und das führt halt schon zu großen Problemen, Herr Bundesminister. Und in Ihrem Budget ist das eigentlich überhaupt nicht abgebildet, dass Sie damit rechnen, dass die Arbeitslosigkeit wieder steigen könnte. Mein Vorredner hat schon so gelobt, die Aktion Sprungbrett. Da muss ich schon auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, es sind einige Langzeitarbeitslose, es ist jetzt aber auch nicht die ganz große Anzahl, sind jetzt zum Glück in Beschäftigung gekommen. Jeden Einzelnen ist zu gratulieren. Ja, es ist schön, es sind über 30.000, aber es sind immer noch 115.000, die in der Langzeitarbeitslosigkeit sind. Und wenn der nächste Lockdown kommt, dann werden es wieder mehr werden. Das ist einfach so. Und Sie haben zwar für das Jahr 2022 250 Millionen für diese Aktion Sprungbrett zur Verfügung gestellt, aber 2023 schaut es dann schon wieder mager aus, da sind dann nur noch die 50 Millionen. Das heißt, offensichtlich sind Sie davon ausgegangen bei der Planung, Sie werden das alles erledigen im Jahr 2022. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Ich glaube, es ist ein bisschen wenig ambitioniert, was Sie hier machen. Sie sollten das schon als ein Programm sehen, dass Sie zumindest so lang laufen lassen, bis Sie diese Quote tatsächlich runtergedrückt haben, und zwar weit runter, also maximal in den, dass das eigentlich am besten in den vierstelligen Bereich ist. Haben Sie nicht gemacht. Oder auch die Corona-Job-Offensive, das sind für das nächste Jahr 170 Millionen veranschlagt. Das ist in Ordnung. Allerdings 2023 ist schon ein Nullbudget wieder. Das heißt, bei all dem, was Sie hier machen, planen Sie ganz kurzfristig und dann muss eh alles wieder gut sein. Sie reagieren mit diesem Budget nicht auf die Herausforderungen, vor denen wir tatsächlich stehen. Und Sie ziehen permanent nur diese ganz optimistischen Wirtschaftsprognosen heran. Wir werden sehen, das wird so wahrscheinlich gar nicht halten. Denn, und das ist das, was ich Ihnen schon zum Vorwurf machen muss, Herr Bundesminister, Sie müssen das doch im Hinterkopf haben, dass Sie bedenken, dass eben diese Pandemie nicht vorbei ist, dass es immer wieder Probleme geben kann in einzelnen Bereichen, auf dem gesamten Arbeitsmarkt. Überhaupt, wenn Sie sich vor Augen halten, wie Sie und diese ganze Bundesregierung hier jedes Mal reagiert und eigentlich auch nichts Ordentliches reinbringt. Und ein Punkt, und der ist mir wirklich ein Anliegen, und das ist etwas Aktuelles, und Sie sind Arbeitsminister, Sie sind auch dafür verantwortlich für Pfleger in diesem Land. Sie sind verantwortlich für 24 Stunden, das sind alles Arbeitnehmer. Und wissen Sie, Herr Bundesminister, wenn ich dann in den sozialen Medien sehe, wie Pfleger, die vor ihrem eigenen Krankenhaus
auftreten gegen eine Impfpflicht, beschimpft werden in den sozialen Medien, wie eine Landesrätin ihrer Partei sich hinstellt, ungeimpfte Pfleger als Todesengel beschimpft, dann würde ich mir auch klare Worte erwarten. Weil man sollte sich jeder Einzelne hier herinnen überlegen, vielleicht brauchen Sie gerade diese ungeimpfte Pflegerin eines Tages. Wir wünschen es niemand, aber niemand weiß aber nicht einmal, in ein Krankenhaus muss, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sind es genau diese ungeimpften Pfleger, die Sie dann gesund pflegen, meine Damen und Herren. Und die haben sich's nicht verdient, dass sie beschimpft werden, nicht als Todesengel und auch nicht von irgendwelchen Journalisten des österreichischen Rundfunks. Die müssen sich das nicht gefallen lassen. Und da würde ich mir auch schon manchmal klare Worte der Politik erwarten. Aber das warte ich wahrscheinlich vergeblich. Und bei allen Maßnahmen, die Sie setzen, vergessen Sie nicht im Hinterkopf, was Sie hier auslösen können, wenn Sie diesen Leuten hier die Daumenschrauben noch enger anstellen. Denn dann sind wir wirklich beim Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Und wenn wir dann auch noch die 24-Stunden-Kräfte auch noch mit der Impfpflicht belegen, die zu einem Gutteil ja aus den östlichen Nachbarländern kommen, die entweder ungeimpft sind oder mit Impfstoffen, die wir hier nicht anerkennen in Österreich. Und wenn wir die alle vor den Kopf stoßen, weil wir ihnen sagen, ihr müsst jetzt diese Impfpflicht machen, ihr seid quasi im Gesundheitsbereich tätig, dann warne ich davor, weil dann werden wir ein ganz großes Problem kriegen im Bereich der 24-Stunden-Betreuung, sehr geehrter Herr Bundesminister. Und das würde ich Ihnen gerne auch als Arbeitsminister mitgeben, weil Sie auch für Arbeitskräfte in diesem Bereich natürlich eine Verantwortung haben. Und weil Sie ja als Mitglied dieser Regierung es auch in Kauf nehmen, dass dann vielleicht auch Pfleger kündigen werden, sich kündigen lassen, die sich diesem Druck nicht beugen, weil sie diese Impfung in dieser Art ablehnen, werden wir, und weil sie Lockdowns planen, werden wir auch eine erhöhte Arbeitslosigkeit wieder haben. Und ich glaube, wir haben eine große Verantwortung diesen Menschen gegenüber, die Sie jetzt da mutwillig in die Arbeitslosigkeit wieder schicken. Und daher stelle ich folgenden Antrag. Das ist der Entschließungsantrag der Abgeordneten Belakovic, Wurm, Ragger, weiterer Abgeordneter. Die unterfertigten Abgeordneten stellen folgenden Entschließungsantrag. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die zum Inhalt hat, dass allen beim AMS, also beim Arbeitsmarktservice, als arbeitslos registrierten Personen der Bezug der aktuellen Leistung um die Dauer der Krise mindestens jedoch bis zum 30. Juni 2022 verlängert wird und zusätzlich ein Covid-19-Ausgleich für Arbeitslose in Form eines 30-prozentigen Zuschlags zu allen Arbeitslosenversicherungsleistungen rückwirkend mit dem 15. März 2020 gewährt wird. Dieser Zuschlag soll über die Finanzämter, bei denen alle Daten aller Erwerbstätigen vorhanden sind, automatisch, also ohne formale Antragstellung, ausbezahlt werden. Ich glaube, Sie haben Verantwortung auch für Menschen, die Sie mutwillig in die Arbeitslosigkeit treiben. Dagmar Belakovic von den Freiheitlichen fordert mehr Geld für Arbeitslose wegen Corona. Ich begrüße nun auch die Zuseher auf ORF 2 nach dieser Zeit im Bild Spezial wieder.